Willkommen zurück zu Super Mario Star Road. 120 Sterne haben wir, 121 wollen wir haben. Und dafür müssen wir uns erstmal hier umbringen. Naja, nicht ganz. Wir müssen hier in den Teich zur Sterneninsel. Und hier erwartet uns dann ein weiterer Stern. Und über diesen Stern habe ich mich schon schlau gemacht. Ich weiß, dass der nicht so einfach zu kriegen ist. Weil das ein Level ist, das ein bisschen Kaizo-mäßig ist. Naja, wahrscheinlich nicht wirklich, aber es ist schon ein sehr besonderes Level. Ich muss zu den Star Spirits beten. Heißt, ich muss nach oben gucken, oder wie ist das? Erstmal ein One-Up. Das kann nicht schaden. Ey, komm her. So. Muss ich nach oben gucken? Scheint nicht. Oder doch? Ja, und das ist das letzte Level. Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es sehr schwer ist und dass das hier sehr viel Trial and Error ist. Und aus dem Grund wurde mir empfohlen, hier auch auf Save Stats zurückzugreifen. Das ist es. Du hast den geheimen... Du hast das geheime Palastfinale erreicht. Das finale Level. Selbst wenn du dieses Level nicht beenden kannst, hast du es doch sehr gut gemacht, bis hierhin zu kommen. Oh, danke, Spiel. Ja, in dem letzten Part habe ich gesagt, man hört Marios Stimme nicht. Das gilt auch für mich. Also ich höre Mario nur ganz, ganz leise. Also fast gar nicht. Es liegt aber tatsächlich an meinen Kopfhörern. Und nicht am Spiel. Deswegen konnte ich auch nicht beheben, indem ich das Spiel neu gestartet habe. In der Aufnahme sollte man Mario deswegen auch hören können. Ich habe es ja auch schon geschnitten und schon hochgeladen. Und ja, man hört Mario dort. Also euch hat das gar nicht betroffen, falls ihr euch jetzt gewundert habt, warum ich so sage, hey, man hört Mario gar nicht und ihr denkt euch, hä, ist der taub? Nein, meine Kopfhörer sind nur im Eimer, alles klar. So, was muss ich hier machen? Okay, ja, es kommt einiges auf mich zu, ich sehe das schon. Ich muss hier anfangen. Uff. Und der erste Sprung, der mir nicht gefällt. Also wenn es wirklich richtig hart wird, dann werde ich ja auf Save Stats zurückgreifen. Weil es schon ein sehr krasses Level ist. Wir sind hier auch irgendwie anders. War hier nicht irgendwie so eine Stelle, wo ich... Doch, hier kann ich einen Wand... Ja, wobei, kann ich da einen Wandsprung einsetzen? Wird sehr, sehr schwer, das hier zu machen. Das geht genau nur von hier. Eigentlich schon zu nah aneinander dran. Nee, das ist blöd. Das ist Quatsch. Ach verdammt, wieso springst du denn nicht, wenn du springen sollst? Es ist ja auch so, nicht nur meine Kopfhörer sind im Eimer, auch mein Sprungknopf will nicht mehr so richtig. Das ist dann so bei kurzen Sprüngen hintereinander auch nicht unbedingt das Beste. Das war jetzt auch nicht gut. Ah, ich sehe schon, dieses Level wird mich sehr viel Kraft kosten. Sehr viel Zeit auch. Aber es ist ja der letzte Stern. Von daher kann ich das auch hier investieren. Okay, das habe ich geschafft. Dachte ich. Aber ich weiß, dass ich so hoch komme. Das ist schon mal sehr gut. Dann, aber schon komisch, ne? Das hat jetzt nicht gerade, obwohl ich sehr knapp abgesprungen bin. Sehr, sehr seltsam alles. Naja. Ich krieg schon irgendwie hin. Was soll ich denn machen? Da oben kann ich nicht stehen, aber ich kann auch... Also. Ja, da werde ich nicht hochkommen. Kann ich an der Säule abspringen? Ich muss erstmal nur wissen, ob ich an der Säule abspringen kann. Kann ich. Weißt du was, Spiel? Na, du musst schon in die richtige Richtung springen, Mario. Ach, du kannst mich mal. Man kommt so da hoch, man kommt so da hoch. Ich glaube, das ist einfacher. Oh, fast! Ja, wenn du im Wasser landest, ist es nicht so schlimm, kannst du dich immerhin heilen. Nee, das schaffen wir schon irgendwie.
obwohl ich jetzt schon keinen Bock mehr habe, weil mich solche Level immer aufregen. Ich meine, das ist jetzt quasi die erste Passage und ich bin hier schon am Struggeln und zwar... Okay, das war jetzt ein bisschen peinlich. Das reicht. Ja, das reicht. Aber wie soll ich denn da weiterkommen? Ich habe ja gar nicht den nötigen Schwung. Ich sehe ja auch einfach nicht, was auf mich zukommt. Ne, da habe ich nicht den Schwung. Da habe ich keinen Schwung, um darüber zu kommen. Über diese auch nur kurze Lücke. Na, ich darf auch nicht zu da rein. Dann habe ich nicht genug Platz, um abzuspringen. Es ist wirklich furchtbar. Und ich weiß ja auch, Leute freuen sich auf solche Passagen. Es gibt ja Leute, die spielen sowas gerne. Es gibt ja auch sehr viele andere Mario 64 Hacks, die deutlich schwieriger sind als Star Road. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht anpacken. Aber es gibt so den einen oder anderen Hack, den ich mir schon angeschaut habe und der mir sehr gut gefällt. Ach, verdammt. Der mir sehr gut gefällt und den ich auch, ja, durchaus spielen will. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt vor kurzem erst Super Mario 64 gespielt. Okay. Ich mache jetzt hier ein Save-Set, Leute. Ich habe erst vor kurzem Super Mario 64 gespielt und jetzt Star Road und langsam möchte ich gerne was Neues. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ne. Was soll ich hier tun? Und deswegen habe ich ein Save-Set gemacht, weil das tue ich mir nicht nochmal an, Leute. Es tut mir leid. Irgendwas anderes, was ich tun kann? Nee, ne? Ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Das Schild sagt, ich soll da hin. Ich habe noch ein One-Up. Nein! Ich bin echt überfragt. Nee, ist das auch nicht gut. Es reicht ganz knapp nicht. Es reicht wirklich ganz, ganz knapp nicht. Wenn ich von dem Schild hier... Ich kann da nicht da drauf. Oder kann ich da doch drauf? Doch, ich kann da drauf. Ich habe hier nicht den Platz, um irgendwas zu machen. Nicht mal den Platz, um runterzuspringen. Ich komm nicht hoch genug. Oh, überleg, ob ich vielleicht hier... Nee, ich kann auch nicht aufs Dach kommen. Wie soll das denn funktionieren überhaupt? Doch, das geht. Alles klar. Leute, ich werde auch hier ein Safe-Set setzen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach bei jedem Sprung ein Safe-Set setzen. Aber ich kann das sonst nicht machen. Seht ihr? Jetzt wäre ich nämlich ganz unten. Nee, das kann ja nicht sein. Also ich muss ja schon Spaß daran haben, sonst... Weiß ich auch nicht weiter. Okay. Ein bisschen variieren ist dann anscheinend auch nicht verkehrt. Wie soll das denn gehen? Jetzt habe ich kein Safe-Set gesetzt an der einen Stelle, aber das war auch nicht so schwer. Nein! Ach, Mario. Ich sag natürlich auch noch, das war nicht so schwer. Und jetzt werde ich da nie wieder hinkommen. Okay. Jetzt die Frage, wie mache ich das? Kann ich da überhaupt einen Wandsprung ausführen, wenn ich mit einem Waldsprung dagegen springe? Ich komme ja gar nicht dahin.
Das war auch nicht gut. Oh mein Gott, das geht! Das wusste ich nicht mal, dass das geht. Ich dachte immer, dann ist es quasi wirklich immer so, dass man dagegen knallt. Aber anscheinend geht das. Ich meine, ich habe es jetzt einmal geschafft. Aber ich komme nicht wirklich hoch. Naja, mit Selbst haben wir ja doch einen ganz guten Fortschritt. Irgendwie fehlt mir der Schwung. Das war nicht gut. Jetzt habe ich nämlich keine Gegenseite. Ah, verdammt. Oh, fast! Oh mein Gott, ich bin gerade richtig motiviert. Na, sowas. Ach, komm schon. Es muss doch irgendwie gehen. Ha. Wer ist das? Was soll darüber? Warum ist hier nichts? Hier sind Münzen. Ja gut, Münzen kann man haben, aber braucht man nicht. Und hier ist eine Röhre. Komm ich hier nicht hin? Ich stoße da ab, aber... Leute. Ich gehe mal, glaube ich, da hinten hin, oder? Ah, wobei, das ist ein bisschen weit. Ganz ehrlich, wenn man hier oben hergehen kann, und es sieht ja jetzt schon sehr stark danach aus, dass das geht. Ich darf halt nicht von der Röhre abstoßen, aber... Ah, verdammt! Wobei, ich will mir auch den richtigen Weg angucken. Das ist ja irgendwie auch doof, wenn ich das jetzt überspringe. Ich sehe auch gar nichts. Es ist schon ein bisschen krass, wie man da runterrutscht. Okay, jetzt muss ich da rüber. Ich werde aber hier keinen Safe setzen, weil ich glaube, da oben bei der Röhre ist es schon ein bisschen besser. Ja. Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, beide Wege sind nicht so schwer. Man kommt da auf jeden Fall hin. Man kommt, also, vielleicht ist es auch eine Falle, dass das wirklich nicht geht und das nur eingebaut wurde von Skellex, damit die Leute sich ihre Zeit verschwenden. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man kommt hier schon hin. Wo ist da eine unsichtbare Wand? Ach, vielleicht ist da eine unsichtbare Wand. Das Problem ist... Ich weiß es eben nicht. Oh, was ist das denn, Mario? Warum rennst du denn jetzt noch da runter? Autsch. Nee, da komme ich nicht wirklich hin. Jetzt mache ich wieder keinen Schwung. Keinen Sprung, jo. Ich darf auch nicht in die Ecke kommen, das geht dann nicht. Da kann man keinen Wandsprung einsetzen. Das habe ich ja schon mal festgestellt in einem anderen Level. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Nee, also das ist mir zu blöd. Und das geht auch nicht? Ich weiß auch nicht, manchmal hängt sich Mario sofort an die Wand. Und dann wieder gar nicht. Egal, was man tut. Da ist eine unsichtbare Wand, auf jeden Fall. Aber ich muss da irgendwie hinkommen. Geht da nicht. Ach, verdammt. Aber hier weiß ich ja noch nicht mal, was ich machen muss. Ich meine, klar, ich muss hier hoch. Und dann? Ach so. Auf einmal wirkt das ganz einfach. Aber war es natürlich nicht. Wieso ist hier ein Gumba? Ich glaube, der darf sterben. Dass ich den brauche. Das sind Wolken, aber auf die kann ich ja wohl nicht gehen.
soll ich mit einem One-Up? Wo geht's weiter? Ach so, hier sind Felsen. Auf die ich nicht komme. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich da drauf kommen soll. Weil ich die auch gar nicht sehe. Aber was ist das denn jetzt? Ich kann auch nicht von da oben abspringen. Das soll ja, auch der größte Quatsch. Das passiert, wenn ich hier nochmal reingehe, komme ich zurück, ne? Mehr passiert aber nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hätte ich den Gumma gebraucht, um da hochzukommen? Oh, bitte nicht. So käme ich da hoch, wenn das Timing stimmt. Was niemals sein wird. Ach, ich komme da nicht hoch. Das ist zu wenig Platz hier. Und beim Dreifachsprung kann sich Mario, glaube ich, nicht festhalten. Der Zweifachsprung wird aber nicht reichen. Der wird niemals reichen. Oh Mann. Aber ihr könnt, glaube ich, alle verstehen, warum ich hier Saves jetzt setzen muss. Ich meine, sonst wäre ich hier nie fertig. Ach Mann! Schon wieder nicht. Er kann sich nicht festhalten beim Dreifachsprung. Das ist das Problem. Sonst wäre ich ja schon da oben. Ich weiß auch nie genau, wie lange ich warten muss. Es geht so nicht. Das wird auch nicht reichen. Was war das jetzt, Mario? Oh Mann, du sollst einfach nur springen. Auch das geht nicht. Dann bin ich hier wirklich überfragt. Das erste Mal jetzt. Das andere habe ich ja irgendwie noch gelöst. Das wird auch nicht besser danach. Wenn ich es von hier mache, ändert sich ja auch eigentlich nichts. Ich kann das Ding ja auch nicht sehen. Ich kann es nicht abpassen. Es ist ja weg, bevor ich irgendwas machen kann. Viel, viel zu früh. Und das war viel zu dumm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders geht als mit einem Dreifachsprung. Andererseits, mit einem Dreifachsprung geht es eben auch nicht. Das war auch wieder schlecht. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, Leute. Wenn ich... Oh, aber ich habe mich verletzt. Ist aber egal, ich habe ja Safe Stats. Aber wenn ich... Na, wenn ich das mache und dann... ein bisschen weiter nach hinten komme vom Wandsprung aus. Oder auch einfach so. Ich kann eigentlich einen Wandsprung machen und dann mit dem Fuß noch mal ein bisschen nach hinten kommen. Das wäre eigentlich meine Lösung gewesen. Aber anscheinend brauche ich die nicht.
Ich mache nochmal ein Safe-Stat. Ein bisschen Angst. Ja, was ich hier machen soll, weiß ich nicht so wirklich. Vielleicht das Gleiche. Es wird nicht einfacher. Du sollst nicht springen, du sollst einfach nur treten, verdammt. Ich drücke auch in die falsche Richtung, aber es ist auch ein bisschen blöd bei dieser Ansicht. Oder ich warte mal ein bisschen. So viel dazu. Wir müssen nämlich erst wieder hochgehen. Verdammt, da kann man nicht einfach drüber laufen. Aber das ist, geht auf jeden Fall. Und zwar dann, wenn die Plattformen wieder runtergehen. Ja. Soll ich hier schon? Nee, ich mache hier noch keinen Safe-Stat. Aber hier. Nur mal ein bisschen heilen. Okay, das ist einfach. Glaube ich. Ja, oder auch nicht. Dann was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß auch nicht, wie ich hier ein... irgendwas schaffen soll. Geht aber hier tatsächlich dann nur mit irgendeinem Trick. Mario, was machst du? Mario. Ach komm schon. Macht er keinen Rückwärtssprung mehr. Verdammt! Ach Mann! Ach, komm schon! Ich mache jetzt hier oben mal einen Safe-Stat, weil ich jetzt sehr voll bin. Okay. Also weiter zurück komme ich eigentlich nicht. Wobei doch. Schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das laufen soll. Ich habe halt einfach keinen Platz. Und ich kann halt auch nur ein. Ach, verdammt. Einen Dreifachsprung machen, wenn ich ein bisschen Bewegung habe. Wie viel Platz brauche ich für einen Dreifachsprung mindestens? Ist das überhaupt möglich? Ich brauche halt schon viel Platz. Und ich kann aber auch nicht von... Ich will jetzt einfach mal hier unten. Man braucht schon viel Platz. Dieser Sprung ist wirklich fies. Aber das Spiel hat mir auch gesagt, wenn ich das nicht schaffe, ist das keine Schande.
Oh mein Gott, fast. Andererseits, wie soll ich denn dann da hochkommen? Ich komme ja anscheinend nicht hoch genug. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Da hinten ist der Stern. Ich hab ihn fast. Okay, hier muss man rutschen. Und rutschen kann ich ganz, ganz schlecht. Aber es liegt eher an meinem Controller. Und also ich kann auch einfach hier drüber springen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich rutschen. Sehr, sehr schade. Okay. Nee, aber das ist jetzt wirklich nicht mehr schwer. Nein, oder war Peach, oder? Und da war Yoshi. Okay, ja, habe ich es eigentlich geschafft, oder? Gut, Waldsprung hat geklappt. Hallo Yoshi, was machst du denn hier? Yoshi. Wow, Mario. Du hast wirklich alle Powersterne? Ich hoffe, du hast das Abenteuer genossen oder deine Reise. Ich weiß, wie du deine ganzen Hindernisse und so magst. Naja. Ich habe mir die Zeit genommen und 9 von meinen Sternrepliken in den Leveln versteckt. Wenn du bereit bist für dein nächstes Abenteuer, deine nächste Reise, und sie versuchst du einfach und versuchst sie allein zu sammeln. Aber sei gewarnt. Ich habe sie nicht einfach zu finden gemacht. Und du kannst eine Sternreplika ganz einfach erkennen, weil sie sich nicht dreht, weil sie ja keine richtige Kraft hat. Schau auf das Schild neben mir und du wirst sehen, wo sie sind. Noch 9 Sterne. Ach Mann, ich kann nicht mehr. Creepy Cape Cave, Puzzle of the Vanish Cap, Windy Wing Capwell. Das sind die ganzen geheimen Level. Ja. Hier drin auch? Oh ne, das tue ich mir aber nicht an. Hier gehe ich doch nicht nochmal hin. Gut gemacht, Mario. Du warst immer da zu helfen, wenn dich jemand gebraucht hat. So, jetzt holen wir den letzten Stern, damit wir auch den letzten von Bowser's Minions erledigen können. 121. Und ich würde sagen, zeitlich, ich habe jetzt 34 Minuten aufgenommen. Das geht eigentlich voll klar. Da habe ich schon schlimmere Sachen gehabt. Klar, ich habe jetzt auch auf Safestats zurückgegriffen. Das war aber auch bitter nötig. Also sonst wäre hier gar nichts gegangen. Ja, und dann fehlen jetzt noch 9 Sternreplikas. Das heißt, dann haben wir am Ende 30 Sterne. Falls sie zählen, die drehen sich ja nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Die werde ich natürlich auch machen. Ich bereue das wahrscheinlich, aber es ist ja jetzt egal. Ich mache die. Leute, das war ein sehr schwieriger Stern, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich war ein bisschen frustriert am Ende bei dem letzten Sprung. Das war schon ein bisschen... Ach. Aber naja, sehr schönes Spiel. Jetzt neigt es sich aber wirklich dem Ende zu. Ich denke, mit den 9 Sternen werden wir uns so 2-3 Parts haben. Naja, ich freue mich drauf, dass du dabei bist. Bis dahin wie immer. Alles Gute, Leute.